Vor wenigen Tagen sorgte die Trennungsmeldung von Schauspielerin Simone Tomalla und Handballer Silvio Heinevetter für Aufregung. Das ehemalige Paar bestätigte, dass sich beide vor einigen Monaten getrennt haben und nun als Freunde verbunden bleiben wollen. Am Wochenende nahm Silvio an der Show Schlag den Star teil und konnte sich über einen Sieg gegen Tennisstar Alexander Zverev freuen. Von Liebeskummer war beim Handballprofi am Abend nichts zu spüren. Seinen Sieg feierte der 36-Jährige mit einer ganz besonderen Dame. Ausgerechnet die Tochter seiner Ex-Freundin stößt gemeinsam mit Silvio beim Frühstück in Köln mit einem Kölsch auf den Gewinner an. Sophia Tomalla postet dies auf Instagram und zeigt damit, wie gut sie sich trotz Trennung von ihrer Mutter immer noch mit Silvio versteht. Bereits im Juli veröffentlichte Sophia, dass sie gemeinsam mit dem Profi-Handballer an der Vox-Sendung Hitwisser teilnehmen wird. Der Fatih und ich zusammen on cam, passt doch wie die Faust aufs Auge. Es scheint also tatsächlich so, als würde die Trennung zwischen Simone Tomalla und Silvio Heinevetter ohne Rosenkrieg auskommen.